Das Krebs hat einen Sitzkasten, an der Fabrikstrasse 24. Am 11. März war die Eröffnung, mich jetzt interessiert, was das denn genau ist. Ein Sitzkasten ist doch etwas, eben ein Kasten, wo etwas eintun kann. Hier an der Fabrikstrasse 24, da war die Eröffnung und da ist eben der Sitzkasten. Der Eingang ist hinten dran. Man hat mir gesagt, auf muss dort. Und dann habe ich eine gekannt, die Evelyn Crescenti. Das ist eine von denen, ich wusste, sie hat das gegründet. Ich bin ihr angegangen und war erstaunt, was der Sitzkasten ist. Da ist ja wirklich etwas abgegangen mit Holz, mit Ton, mit X Materialien. Ja, was ist denn der Sitzkasten, habe ich mich gefragt. Und bin dann ein bisschen umschauen gegangen. Kaffee jetzt gehabt, das hat mir mal schon imponiert. Sogar mit Bierli, mit Wein, ja. Und eben natürlich gut bedient. Da können wir scheinbar auch hergehen, habe ich gehört, wenn man nichts basteln will. Sitzkasten, was ist das? Ist jetzt das oder ist der Sitzkasten eher das? Oder ist der Sitzkasten das? Und dann ist mir tatsächlich geraten, die drei vollbeschäftigten Frauen zusammenzutrummeln. Mischer Meier, Tiflin Crescenti, Daniela schnell kommen und dann ist losgegangen. Zwitz in im Sitzkasten. Drei Frauen vor mir und jede will es auf die andere schieben. Und die Kaffee macht, die sagt, ja, warum denn ich? Und die andere. Aber oben steht, es scheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist. Aber jetzt ist es vollbracht, oder? Ja. Evelyn? Ja, jetzt ist es vollbracht, ja. Jetzt haben wir offen. Jetzt wissen wir, die Evelyn ist. Evelyn Crescenti, Michelle Meier-Widrig und Daniela Gantenbein. Wow! Und du machst Kaffee, Daniela? Ja, genau. Also das heisst, ich kann hierher kommen, ich kann die Kinder abliefern. Während der Öffnungszeit, genau. Kind kann arbeiten, im Freien arbeiten. Und man kann erwachsen Kaffee trinken. Kuchen essen. Wein oder ein Bierli trinken. Oh! Es hat einen Spielecke, wenn die Kinder nicht Beitritt zahlen zum Freien arbeiten und sonst dein Kind betreut. Genau, macht sie. Du, eben in der Mischung, das Gefühl, das ist eure Marketingfrau, hä? Mischung! Ja. Wäre schön. Wer ist einfach auf die Idee gekommen? Also die Idee ist grundsätzlich von mir entstanden. Als Mama oder als Kindergärtnerin? Als beides. Beides. Als Mama, Kindergärtnerin und kreative Frau. Sagen wir es mal so. Im Kindesein hat man einfach gemerkt, dass die Kinder viele die Möglichkeiten nicht mehr haben, um so können. Frei arbeiten, ohne Angaben. Und das ist mir selber als eben eher kreative Frau auch ein Bedürfnis, dass man das einfach machen kann. Also mit anderen Worten, wenn ich als kreative Mann herkomme, dann mache ich nicht, sondern ich habe Beiz und mache auch mit, dann kann ich auch. Das wäre sehr schön. Das wäre eigentlich das Ziel, dass es eine Durchmischung gibt von eben das Trinken und dann wieder zu arbeiten, auch mit Kollegen oder wenn ihr ein Projekt habt, das ihr machen wollt. Wäre das super. Evelyn, du bist kaufmännisch ausgebildet. Du machst Kasse. Ja, Kasse und Buchhaltung ein bisschen. Ja. Aber wenn das so weitergeht wie heute, gell, dann kommt das auf guten Weg, oder? Ja, das kommt gut so. So wäre es super. Wir haben halt die Halle eigentlich mit relativ wenig so eingerichtet. Und wir sind wirklich, müssen uns also auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir super gemacht mit dem, was wir zur Verfügung hatten. Und es ist gleich alles da, man kann alles machen. Und ich denke, es ist eine super Sache so, es ist perfekt. Dann kann man herkommen und kann Kurs buchen, gell? Jawohl, genau. Wir haben dann verschiedene Kursgeber, die sich bei uns melden können und sagen, du, ich würde gerne diesen Kurs oder diesen Kurs anbieten. Und dann schauen wir mit denen das, dass sie das bei uns können, den Kurs machen können und auch halt die Leute einladen für den Kurs. Oder halt auf der Homepage ist dann alles bei uns. www.setzkasten.ch Genau. Und dort drauf sind alle Kurs und ob der Setzkasten offen ist oder nicht am Wochenende. Es ist eigentlich bei uns alles auf der Homepage. Du hast ja gesagt, mit relativ wenig. Weißt du, ich habe hinten gefilmt, dann sogar Computerkurs gehabt, auch schon andere Sachen gefilmt. Aber wenn ich jetzt reinkomme, ist es schon ein riesiges Materialfülle. Es hat wirklich alles. Hast du ja gesehen, einer sagt schon, haben ja, alle eine riesige Freude. Nicht schon quasi angestellt, natürlich zum Nulltarif heute nicht mehr an, oder? Nein, nicht? Sie zahlen heute ganz normal Eintritt. Also, ja, okay. Genau. Ja. Aber das heisst, ihr habt schon ziemlich viel gemacht. Also Michelle, Evelyn, Andrea. Ja, einige Stunden investiert, ja, aber mit Herzblut dabei. Und das ist natürlich einzigartig, gell, in der ganzen Region. Genau. Ich glaube, da gibt es weit um. Also es gibt schon auch so. Also so kreativ sind wir ja nicht, ohne Mikrofon geht es nicht. Michelle, Devin, das Mikrofon muss dir geben. Weißt, so fängt es an, ich sage dir einfach eins. Nein, ja, kommt gut. Gell? Hast du gesehen, wie sie Mikrofon gekippt hat? Nein, nein. Ja, ja, ja. Also. Oh, der Kaffee läuft. Andrea, nein, ist okay. Gut, ja, Kaffee läuft. Kaffee läuft. Andrea, Entschuldigung, ja, wir machen das so ein bisschen live. Andrea, super, sie geht ins Kaffee.
und uns geht das Holz aus. Es kommt Achtung. Nein, es gibt schon noch Sachen, natürlich überall, wo man auch ein bisschen kreativ sein kann. Ich hatte jetzt einfach mal die Idee, um das mal im Grossen anzubieten. Und in dem Sinn auch generationsübergreifend. Ja. Deshalb war mir auch wichtig, dass es in dem Sinn keine Altersbegrenzung hat. Und die Kleinen von den Älteren profitieren und auch die Älteren von den Kleinen. Es hat hinten so, weißt du, so ein bürgerliches Setzkäst. Ich habe immer gedacht, Setzkäst. Dann denken sie einfach, Setzkäst, jeder stellt etwas aus. Ich gerne denke, dass es überhaupt einen Kaffee gibt und dass es so ein wahnsinniges Angebot ist. Jetzt hat es hinten aber tatsächlich einen Setzkäst. Bei einem sind aber so Spiele drin oder so Bilder drin. Und beim anderen ist wirklich, hat es auch noch Platz frei. Also, das gibt es auch, dass man etwas kann machen, dort ausstellen, sich dort präsentieren kann. Wie so eine Performance im Kleinen machen. Sepp kann man auch. Also das Ganze ist wirklich sehr offen gestaltet. Wir haben auch extra eigentlich noch Raum frei lassen für auch Ideen von den Besuchern, die kommen. Wir wollen nicht so eine fixe Schiene laufen, sondern wirklich schauen, was passiert, was haben die Leute für Bedürfnisse. Und das wollen wir eigentlich anbieten, immer ein bisschen mehr. Und darum ist auch der Name eigentlich Setzkasten, oder? Es hat Platz für ganz viele verschiedene Sachen, die man wieder ändern kann und wieder dazunehmen. Ihr seid ein Verein, ihr habt einen Vorstand. Also bei euch kann man dann Vorschläge einbringen, Kritik einbringen, Lob einbringen und dann sitzen wir zusammen und tun das miteinander besprechen. Sind ihr zwei jetzt vor allem? Evelyn und ja, Michelle? Michelle ist Präsidentin und ich bin die Vizepräsidentin. Ja. Und wir haben einfach eben den Verein an und für sich, wir wachsen noch, wir müssen auch die Aufgaben noch ein bisschen aufteilen. Man tut jeder ein bisschen das, was er kann. Aber auf jeden Fall sind wir froh, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, um im Marketing mithelfen. Also wir sind auch immer ein bisschen auf der Suche nach guten Leuten. Das ist ja so, da sind wir eigentlich recht offen für das. Jetzt hat Michel gesagt, engagierte Frau, aber natürlich auch Familienfrau. Also ihr macht jetzt das, dann sind ihr Familie von Hausfrau, sind dann zugleich auch noch extern am Arbeiten. Also alles unter einen Hut zu bringen, ist vielleicht auch nicht einfach, oder schon? Ja, also eben durch das, dass wir natürlich jetzt die erste Eröffnung haben, wir haben uns natürlich das schon überlegt, man kann nicht einfach irgendwie reinschiessen, ohne dass man es überlegt. Aber ich denke, wir arbeiten super miteinander zusammen. Wenn sie nicht kann, mache ich es mit den Kindern oder halt alles andere und umgekehrt. Also wir können uns da aufeinander verlassen. Ja, klar. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir können natürlich die Fülle von dem, was wir hier sehen, nicht einfach mit Worten wiedergeben, wir selber daherkommen. Vielleicht einfach mal der grösste Wunsch in der Zeit. Michel, ein bisschen gelächelt, hast schon nicht gefragt, da bringst du alles unter einen Hut, gell? Manchmal hat man vor einem eigenen Mut fast selber ein bisschen Angst, oder? Ich denke, die Zeit, jetzt die letzten 3 Monate, die sind sehr intensiv gewesen. Auch für die Familie, aber sie haben erstaunlich gut mitgemacht. Also auch die Kinder hatten eigentlich nie Krisen gehabt. Es ist natürlich auch so eine Halle, auch wenn sie leer ist, bietet sie ganzen Haufen, oder, für die Kinder, dass die können spielen und sich dort bewegen und nicht so viele Regeln, weil die Mamis beschäftigt sind. Das ist natürlich sehr lässig für die Kinder. Wir bringen das schon her. Wir haben ganz viele liebe Leute, die uns auch unterstützen und helfen. Wir sind jetzt mal zuversichtlich und lassen uns überraschen, was passiert. Wir haben ja schon gewisse Erfahrungen mit etwas herbringen, oder? Ja. Ja, in dem Fall also, ja, kann man da herkommen. Sagt noch schön die Öffnungszeiten. Weißt du es gerade, Evelyn? Ja, die Öffnungszeiten sind vom Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils vom 8:30 bis 11:30 und vom 13:30 bis 17:30. Und am Freitagabend haben wir einen Werktreff, der ist ja so ein bisschen ab, eigentlich, es ist durchgehend am Freitag bis am Abend um 10 Uhr. Und dort am Abend hätten wir so gerne, wenn es so ein bisschen, ja, ältere, also sagen wir mal Erwachsene, die einfach auch daheim etwas rumstehen und denken, hey komm, ich will das mal abschleifen, neu malen, einfach selber ein bisschen kreativ sein, sind dann auch bei uns herzlich willkommen. Weil das Kaffee ist dann auch offen bis um 10 Uhr am Freitag und dann kann man dort sich verweilen und vielleicht sogar ein Glas Wein miteinander trinken. Es soll aber so ein bisschen ein Treffpunkt sein für alle.